Hallo liebe Freunde, ich bin's wieder, euer Bunte Steine Fan, und ich habe euch heute ein weiteres Lego Haul Video mitgebracht. Ich war ja zum Kurztrip in Berlin gewesen und dort war ich in dem dortigen Flagship Store. Wer auf meinem Instagram Account mir folgt, der hat das Bild schon gesehen, welches ich dort geschossen habe. Und ich war noch in einem Spielzeugladen gewesen, der doch ein paar ältere Sets noch hatte, die ich unbedingt mitnehmen musste. Dann war ich noch bei Smith Toys, habe ich noch was eingekauft. Und natürlich hatte ich nochmal bei Kaufland in der Werbung was gesehen gehabt, das musste ich mitnehmen. Und zwar fangen wir gleich damit an, mit diesem wunderderschönen Set hier, Nummer 70841 Benny's Space Squad. Gab es für 6,99 € und das musste ich einfach mitnehmen. Ich habe es gleich zweimal mitgenommen, das Set, weil das wollte ich unbedingt haben, wo ich es schon gesehen hatte. Ein sehr, sehr schönes Set. Und ich weiß, dass das viele von euch mögen. Von daher, ich muss es auch mitnehmen. Dann war ich bei Smith Toys einkaufen und da habe ich dieses schöne Set hier mitgebracht. Das die Set mit der Nummer 75233 Droid Gunship aus der aktuellen Star Wars Welle. Ich weiß, es ist schon die zweite oder dritte Auflage, bin mir jetzt nicht so sicher, aber das war zu der Zeit, wo ich in meinen Dark Ages war und das Set verpasst habe. Von daher habe ich mir das mitgenommen, weil ich wirklich dieses Schiff sehr, sehr schön finde. Auch die Battle Droiden gefallen mir sehr gut. Und ja, musste einfach mit. So, dann habe ich dieses schöne Set bei Smith Toys gekauft. Aus der Harry Potter Reihe. Die 75953 Hogwarts Whomping Willow. Es gab es für 50 € und konnte ich nicht vorbei, musste ich mir einfach mitnehmen. Ich wollte eh die Harry Potter Sets haben und da war das schon mal ein guter Anfang. Ja, das habe ich mir dann einfach mal mitgenommen. So, dann nehmen wir das mal hier hin. Jetzt wird der Platz ein bisschen eng, weil es sind auch ein paar größere Sets mit dabei. Tun wir einfach hier oben hin. Und ein weiteres Set, was ich mir gekauft habe. Dieses schöne Set aus der Harry Potter Reihe, die Nummer 75955 der Hogwarts Express, welches es exklusiv nur bei Smith Toys und im Lego Store gibt. Gab es auch für 60 €, habe ich mitgenommen, weil ich finde diesen Zug wirklich super schön und richtig gut gelungen. Und ja, der musste einfach mit. So, okay, dann zeige ich euch meinen Einkauf vom Lego Store in Berlin. Da habe ich mir allerdings nur ein einziges Set gekauft. Und zwar dieses schöne hier, die Nummer 10266 NASA Apollo 11 Lunar Lander. 1087 Teilen. Sehr, sehr schönes Set. Und da ich ja eh auf Weltraum stehe, musste das einfach sein. Und wer die Apollo 5 Rakete hat, ja, das ist einfach ein Musskauf gewesen. Hier haben wir nochmal das Set von der Rückseite. Ein sehr, sehr schönes Set. So, das tun wir hier vor. Ja, wirklich große Boxen. Und natürlich, weil ich mir das da gekauft habe, gab es dazu diesen Badge noch mit dazu vom Apollo Lunar Lander. Habe ich mir dazu bekommen. Sehr schicke Gratisbeigabe. Ja, ich habe jetzt einen Tag versäumt, sonst hätte ich die Space Roll gekriegt. So, aber jetzt kommen wir zu den Highlights, wo ich in diesem Spielzeugladen war. Und da habe ich als erstes mir ein Kopi-Set gekauft. Ist noch nichts Spezielles. Und zwar dieses schöne Set hier mit dem Trabant 601 plus Caravan. Musste ich mir einfach gönnen, weil ich finde es einfach ein sehr, sehr schönes Set. Und ja, damit habe ich auch fast meine ganze Trabi-Collection dann voll. Sehr schön, musste mit. Aber jetzt kommen wir zu den Lego-Sachen, die ich gefunden habe. Zum einen dieses schöne Set hier, die 4434 von Lego City. Dieser wunderschöne Baustellenlaster.
wo ich den gesehen habe, der musste einfach mit. Und den, ich wusste, dass es den gibt und ich den verpasst habe. Das hat mich schon ziemlich gefuchst. Aber jetzt habe ich einen und den werde ich euch natürlich vorstellen. Dann, oh, langsam wird's voll. Komme ich zu, ich habe ich zwei Star Wars Sets gekauft. Zum einen dieses schöne Set hier, die Nummer 75016 Homing Spider Droid. Ja, ein sehr, sehr schönes Set mit zwei Kampfdroiden, einem sehr schönen Clone Trooper. Mal so, mal sehen, dass wir es scharf kriegen. Kriegen wir es scharf? Jawohl, einen sehr schönen Clone Trooper und das Ellie als Figurin da drinne. Wie gesagt, wo ich das Set gesehen habe, ich musste es einfach mitnehmen, weil ja, allein schon wegen dem Clone Trooper hat sich dieses Set gelohnt. Und die Spider-Truppen finde ich gar nicht mal so schlecht. So, dann das zweite Star Wars Set, was ich mir geholt habe, ist dieses Schmuckstück hier, die 75013 Umbaran MHC Mobile Heavy Cannon. Ein sehr schönes Set, da war ich wirklich traurig, dass ich das verpasst habe. Und jetzt habe ich sie endlich alleine hier schon. Der 212 Clone Trooper, das lohnt sich schon. Sehr schön. Sehr schön, die Box ist auch relativ gut im Zustand, hat zwar ein paar Abschabungen, aber ich will ja die Sets aufbauen, ich behalte sie ja nicht, also jetzt als Wertanlage, von daher. Das ist auch sehr schön. Ui, der Tisch wird langsam voll. Und jetzt kommt mein persönliches Highlight. Und da bin ich sehr stolz darauf, dass ich das gefunden habe. Und zwar ein Lego Creator Set, ihr seht es schon. Die Nummer 7341, dieser wunderschöne Abschlepptruck. Es ist einfach ein richtig schönes Set. Die Box hat leider ein bisschen gelitten, aber ansonsten ist mir ja egal. Ich will ihn aufbauen, ich will ihn sehen, ich will ihn in meinen Händen halten. Oh, wo ich das gesehen habe, ich musste ihn einfach mitnehmen. Ich habe gedacht, ich sehe es nicht richtig, dass er dieses Set noch hatte. Original verpackt. Wir sehen hier, was wir daraus machen können. Sehr schön. Und ich kann es kaum erwarten, ihn aufzubauen. Es wird einfach ein Fest. So, hier haben wir nochmal einen kleinen Überblick über die ganzen Sets, auch wenn man sie nicht mehr alle sieht. Es ist so viele Sets sind. Oh mein Gott, das sieht so viel aus. So, ich hoffe, euch hat dieses kleine Lego-Haul-Video gefallen. Und lasst mir gerne ein Abo da, ein Like, ein Kommentar und sagt mir einfach, was ihr darüber denkt. Was denkt ihr über die Sets, die ich gefunden habe, die älteren Sets? Und welches findet ihr eigentlich am besten? Würde mich jetzt interessieren. Also, wir sehen uns dann. Bis bald, euer Buntesteine-Fan. Macht's gut. Ciao, ciao.